Thomas Tuchel ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Die Medien spekulieren bereits fleißig über neue Namen. Ein Name fällt da immer wieder, der Trainer vom OGC Nizza, Lucien Favre. Ist der Schweizer der richtige Mann für die Borussia? Mehr dazu später im Video und wir kümmern uns erstmal um die Faktenlage. Der Gewinn des DFB-Pokals hat nichts mehr daran geändert. Die aufgekommenen Gräben, insbesondere zwischen Joachim Watzke und Thomas Tuchel, konnten nicht mehr gekittet werden. Auch wurden die Risse zwischen der Mannschaft und Tuchel in letzter Zeit immer deutlicher. Marcel Schmelzer stellte sich nach dem Gewinn des DFB-Pokals öffentlich vor Nuri Sahin, weil der nicht in den 18er-Kader berufen wurde. Tuchel bedankte sich per eigens eingerichteten Twitter-Account erst bei den Fans und dann bei der Mannschaft. Wenn man das Ganze wie beim Arbeitszeugnis sehen würde, würde man hier eine Wertung drin erkennen, also stellte die Fans vor der Mannschaft in seinem Dank. Und man kann damit sagen, dass der Dank an die Mannschaft nicht ganz so groß war. Ja, Freunde, das Kapitel Thomas Tuchel ist beim BVB Geschichte. Ein Name wird immer wieder als neuer Trainer gehandelt, Lucien Favre. Und momentan ist Favre Trainer beim OGC Nizza in der französischen Ligue 1. Jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, wäre Favre wirklich der richtige Mann für die Borussia? Für Favre sprechen natürlich seine Erfolge. Er hat eigentlich bisher jede Mannschaft besser gemacht, als sie war. Und er ist natürlich ein akribischer Arbeiter, der an der Taktik tüftelt und so lange dran herumschraubt, bis das beste Ergebnis da herauskommt. Aber was sind die Punkte, die möglicherweise gegen Lucien Favre sprechen können? Favres Spielweise und Taktik passen nicht zum hungrigen BVB und seinen Fans. Klar, die Erfolge sprechen für Lucien Favre. In einer starken französischen Ligue 1 konnte er Dritter werden mit OGC Nizza hinter Paris Saint-Germain, die eigentlich ja seit langer Zeit Dauermeister werden, und dem Überraschungsteam AS Monaco. Aber schauen wir uns das doch mal ein bisschen genauer an. Favre lässt nämlich für den BVB meiner Meinung nach zu defensiv spielen. Der OGC Nizza hat 63 Tore in der Ligue 1 geschossen und 36 Tore kassiert. Das ist kein schlechter Wert, aber PSG erzielte zum Beispiel 83 Tore und AS Monaco sogar sensationelle 107 Treffer. Klar, beide Teams sind mit einer guten Offensive gesegnet, aber auch Favre konnte hier auf Spieler mit Rang und Namen zurückgreifen. Schon bei Hertha BSC Berlin und Borussia Mönchengladbach war Favre eher jemand, der auf seine Konterfähigkeiten setzte und für seine auf Konter ausgelegte Spielweise bekannt war. Sein System war dort über lange Zeit ein gut einstudiertes 4-4-2, was sehr geordnet war und auf Raumverteidigung setzte. Genau das ist auch seine Welt und das kann er auch wirklich spielen lassen. Wirklich zwei geordnete Viererketten in der Verteidigung und dann mit Tempo-Gegenstößen nach vorne spielen. In Monaco änderte er ein wenig seine Taktik. Dort spielte er zuletzt ein 3-5-2, aber auch hier agierte das Team vermehrt aus der Verteidigung, aus der Defensive raus und setzte auch schnelle, ballsichere Konter über Balotelli und Plea. Klar, auch Lucien Favre macht Veränderungen durch. Jetzt also der Wechsel von 4-4-2 auf 3-5-2. 3-5-2 hat ja auch Tuchel mit Dortmund vermehrt spielen lassen, allerdings doch in einer ganz anderen Art und Weise. Nachdem unter Jürgen Klopp und Thomas Tuchel offensiver Turbo-Fußball gespielt wurde, kann das natürlich ein wenig Hausmannskost sein, wenn man hier etwas defensiver steht. Und ich bin gespannt, wie das die Fans mitmachen würden. Und auch hier kann es über lange Zeit natürlich Spannungen zwischen Trainer und Management kommen, wenn man unterschiedliche Auffassungen von der Spielphilosophie und Spielweise hat. Auch Favre ist menschlich gesehen nicht der einfachste Trainer. Denke da an den Abschied von Hertha BSC Berlin, wo er entlassen wurde und eigens eine eigene Pressekonferenz schon Zeit danach eingerichtet hat, wo er sich nochmal über die Vereinsführung beschwert hatte. Auch Borussia Mönchengladbach kann ein Lied davon singen. Er hat eigenmächtig seinen Rücktritt durchgesetzt. Er hat Eberl seinen Rücktritt angeboten. Der hat dem nicht entsprochen und Lucien Favre hat hier Fakten geschaffen, hat mit der Presse gesprochen, dass er zurückgetreten ist und ja, so kam er denn quasi der ganzen Sache zuvor und hat hier einfach Fakten geschaffen. Die andere Borussia aus Mönchengladbach hat danach André Schubert installiert. Favre geht auch als etwas verkopft und nerdig und das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man auf diesen Emotionsberg, den Tempel beim BVB stößt. Auf der einen Seite also die vielen Erfolge, die Lucien Favre feiern könnte, sein schneller Konterfußball, auf der anderen Seite aber seine Spielweise, die mit dem bisherigen vom BVB nicht wirklich unter einem Hut zu bringen wäre. Was denkt ihr, liebe Freunde? Wird Lucien Favre der neue BVB-Coach und wäre er der richtige Mann? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Leute, bleibt am Ball, macht's gut, euer Sören, ciao!